Das Familienunternehmen Palke. Ein Schrottplatz, vier Brüder. Der Kunde nicht immer König. Du kriegst Hausverbot, dann ist die Nummer erledigt, ja? Wir wissen nicht, wer ich bin. Verlässt du bitte das Gelände? Raus! Raus! Gern gesehen dagegen Fahrradkopf Mertens. Diesmal hat er Autos im Visier. Der Allgemeinzustand lässt schon zu wünschen übrig. Gibt nichts. Eine Wegwerfgesellschaft. Auf Deutsch gesagt, Aschenbecher ist voll, ich kaufe mir ein neues Auto. Das Siegel muss jetzt runter, das Auto wird behördlich stillgelegt. So, das war's. Komm mal auf den Schrott. Volle Fahrt voraus im Abschleppwagen. Firmenchef Stefan Palke soll einen getunten BMW auf den Haken nehmen. Der Auftrag kommt von der Kölner Verkehrspolizei. Hintergrund des Falls erstmal offen. Und Informationen, was passiert ist? Nö. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie ein Rennfahrzeug ohne Führerschein rumgefahren oder irgendetwas. Keine Ahnung genau, was da los ist. Jetzt muss ich erstmal da hinkommen. Das ist manchmal ist das komisch. Man hat man nur Besoffene. Eine ganze Woche nur Besoffene und dann eine ganze Woche nur Drogen. So, mal gucken, wo die jetzt hier rumstehen. Ne? Der Fahrer und seine Tochter warten schon. Seine Limousine wurde in einer Sackgasse gestoppt. Na, ich fahre direkt rückwärts rein. Wenn ja alles legal ist, was sie im Auto haben, dann brauchen sie auch nichts befürchten. Wenigstens ist er nicht tief. Der BMW ist ein Modell M. Das steht für Motorsport und aufgemotzte Serienwagen. Auf die Überprüfung solcher Flitzer ist Markus Mertens spezialisiert. Normalerweise gabelt der Oberkommissar getunte Renner in der Innenstadt auf, mit seinem Dienstrad. Heute jedoch ist er im Zivilwagen unterwegs. Der gestoppte Fahrer besitzt den BMW seit 10 Jahren. Spurensuche unter der Haube. Also hier ist ganz deutlich überall Ölverlust, ne, in dem Motor. Bei den Temperaturen jetzt, da ist auch hier schon hier so ein Schmier, da ist die Lenkhilfe. Dann haben wir hier so ein Schmier, wenn man das mal nimmt. Dieses Zeug, ich nehme es jetzt mal einfach auf den Finger, das ist also schon feuergefährlich. Ne? Wenn das irgendwo hier abspritzt, irgendwo auf Abgaskrümmer kommt, das kann sich entzünden, da besteht schon Brandgefahr. Ne? Kotflügelverkleidung ist raus, alle 4 Reifen sind runter, der Auspuff ist verändert, da hat man was geschweißt, da wissen wir noch gar nicht, ob der Endtopf auch wirklich zu diesem Auto passt. Fakt ist erstmal, wird aufgeladen und dann ist er erstmal weg für heute. Ne? Wir werden den entweder der Deka oder den TÜV vorführen und dann müssen wir halt sehen, was mit dem Wagen passiert. Ne? Ja, ja, vorne ist die Stoßstange, hier ist er auch kaputt. Ja, ja, ja. Da ist kaputt. Ich glaube, man hat überall Beschädigungen. Ja, ein paar Beulen hat er. Ich habe da gerade keine Lust, darüber zu reden. Ich bin bis hierhin. Angemeldet ist das Auto auf die Ehefrau des Mannes. Sie fährt es auch. Nur diesmal war es anders. Sie ist die Halterin des Fahrzeuges und der Ehemann hat keinen Führerschein mehr und ist jetzt mal kurz ein paar Meter gefahren, so sagen die Leute. Aber das können wir ja nicht kontrollieren. Der Fakt ist, er ist auf der Straße gefahren, im öffentlichen Straßenverkehr, fahren ohne Fahrerlaubnis. So, ne? Ja, ist halt passiert. Euch einen schönen Tag. So, wir dürfen nach Hause. Anständig bleiben. Ne? Oh ja, tschüss. Okay, ein bisschen aufpassen auf den Mann, ne? Auf jeden Fall. Okay, tschüss. Das trifft dann nicht nur ihn als Fahrer, sondern auch dann den Halter, ne? Weil das halt zugelassen hat. Ne? Ja, sind für beide. Und dann, deswegen habe ich gerade gesagt, ein bisschen aufpassen auf den Mann. Ne? Da muss die Frau, glaube ich, auch ein bisschen besser gucken dann. Das ist erstens eine Straftat, ne? Und die Zahlungen sind also ein bisschen anders als bei der normalen Ordnungswidrigkeit, in Anführungsstrichen. Ne? Das kann schon teuer für ihn werden. Ne? Plus die Kosten, die wir jetzt mit der Technik haben, ne? Das Abschleppen, TÜV-Gutachten, der ganze Krempel, kommt ja alles zusammen. Ne? Das wird die Mutter. Alles gut. Gut, dann bis später. Alles klar, ciao, ciao. Ciao. Solange das Auto auf dem Schlepper steht oder meiner Obhut ist, habe ich ein Pfandrecht, was ich ausüben kann. Das heißt, wenn die Rechnung nicht bezahlt, behalte ich das Auto. Ach, das geht, ja? Ja, man hat ein Pfandrecht. Auch schon mit einem ausgemacht, komm, ich bringe dich bis nach Holland, bis hinter die Grenze, weil er unbedingt dahin wollte mit seinem Auto. Und dann meinte er hinter der Grenze, er hätte gar kein Geld. Ob ich das Auto denn abladen würde? Ich sage, weißt du was? Geh mal raus, den Gang reingetan und bin wieder gefahren. Dann konnte er wieder nach Köln kommen und sein Auto abholen kommen. Weil verarschen lasse ich mich nicht.
Aber seit wir mit im Boot sind, sind die Preise geburzelt. Für die Kölner ist es gut, dass es uns gibt. Weil so, früher haben sie 180 Euro bezahlt bis 200 fürs Abschleppen. Und momentan ist es der Preis ungefähr bei 100 Euro für Falschbacker abschleppen. Die Firma Palke liegt im Kölner Stadtteil Delbrück. Vier Brüder, ein Schrottplatz, Lagerhallen, Werkstätten. Wilfried ist der Jüngste des Autoquartetts. Der Karosseriebauer hält den Fuhrpark in Schuss. Moin. Mechaniker Martin kümmert sich um die Buchhaltung und zieht Aufträge an Land. Morgen. Stefan ist ein handwerkliches Allround-Genie. Der Elektriker nimmt LKW auf den Haken oder schleppt PKW ab. Moin. Moin. Und Harry macht an der Börse aus Schrott Schotter. Sein Hobby sind Bagger und Kräne. So ganz nebenbei ist er auch Arzt. Morgen. Und, alles frisch? So, dann gucken wir mal, was heute passiert, ne? Gleich der erste Fall des Tages ist kurios. Guck mal hier. Nett, ne? Wie kann man nur, oder? Zwei. Das ist ein durchgebrochener Hänger. Jetzt müsste man die Deichsel hier aufnehmen, dieses Ding hier. Dieses Dreieck. Und dann wippe ich mal gerade ein bisschen. Das muss normalerweise eine starre Verbindung sein. Und so ist der Mann über die Autobahn gefahren. 100% überladen. Und dann hat er noch Niederquerschnittsreifen drauf. Das sind 25er, die gibt es gar nicht auf dem Markt. Die sind nur kurz vorm Platzen, sind die Dinger. Der darf 1000 und hat deutlich über 2000 Kilo. Das ist natürlich schon brutal. Da war der Held der Nation auf der Autobahn damit. Ein Selbstmörder. Wenn das umkippt, das Ding, das sind einzelne Geschosse auf der Autobahn, die Holzbrocken da. Wie kann man so dumm sein, sowas zu machen? Das weiß niemand besser als Franco Maugeri. Nur die Polizei konnte den Fahrer der Holzfracht auf der Autobahn stoppen. Danach wurde seine Ladung von Palke auf den Hof geschleppt. Das wird teuer. Das ist hier Mr. Anhänger, ist das. Mr. Selbstmörder. So, den Ausweis brauche ich, das dürfen Sie einmal bitte ausfüllen. Ich komme aus Sizilien. Ein Sizilianer? Ich bin ein Sizilianer. Schön. Ich bin ein Kaufmann. Ja. Und was verkaufen Sie? Ja, alles was möglich. Ich habe ein Hotel, ich habe mehrere Wohnungen, ich habe meine Villa. Also, hier in Deutschland oder in Sizilien? Auch in Sizilien. Und hier auch in Köln? Ja, ja, auch, ja. Und was haben Sie mit dem Holz vor? Ich habe ein Gewächshaus gebaut. Und in diesem Gewächshaus mag ich einen Kamin. Ich habe mir gedacht, 900 Kilo, aber ich habe nicht so geschätzt für Überladung. Und du bist über das Doppelte schwer? Ja. Fehler kann man jeder machen. Aber ich bin bereit zu bezahlen, alles. Die Polizeiprotokolle bezahle ich und die R 400 Euro. So, dann kriegst du jetzt noch 60. Das ist Trinkgeld von Ihnen. Für mich? Ja. Du bist aber ein netter Mensch. Er hat Glück gehabt, dass die Polizei ihn rausgeholt hat, weil irgendwann hätte er sich mit dem Ding überschlagen. Die Dinger hätten Leute erschlagen und seine Beifahrer wahrscheinlich auch noch. Das wäre ein super Unfall auf der Autobahn gewesen. Die Polizei hat ihm das Leben gerettet, so muss man das sagen. Sehen Sie das ähnlich? No comment. Mit 80 auf der Autobahn. Eine Bodenwelle und das ganze Fahrzeug ist weg. Franco beurteilt die Lage etwas anders. Trotzdem muss er das Holz umladen. Doch die Stämme versperren die Tür. Muss man das versuchen? Ja. Gehst du oben? Ja. Und machst du das ein bisschen ruck. Oben? Die Holz wiegt 15 Kilo circa. Ja, kann 15 Kilo. Ja, ich hier drauf, ja. Franco diktiert, der Muskelmann folgt. Das ist Ihr Sohn? Nein, ist ein Freund von mir. Ein guter Freund. Kommst du hier runter? Brauchst du nicht mehr. Der Weg ist frei. Franco ist vorsichtig geworden. Kommst du jetzt langsam runter? Langsam, ja. Die Polizei hatte den Hänger samt Holz gewogen. Das Ergebnis schwer zu verkraften. 3000 Kilo. Das ist unmöglich.
Eine Menge Holz. So viel steht fest. Im Auftrag der Stadt ist auch Kommissar Mertens auf dem Gelände. Er muss den BMW stilllegen, den er von der Straße direkt zur DEKRA geschickt hatte. Der Prüfbericht liegt im Wagen. Ist der offen oder was? Steckt der Schlüssel? Weiß ich nicht. Also wenn offen ist ja, er. Super. Guck mal, ist das Gutachten da? Dann würde ich mir gerne mal die ZB1 müssen wir sowieso haben. Die Zulassungsbescheinigung. Dann könnte ich da mal eben drauf gucken. Schlüssel steckt auch. Weil das ist ja schon, man lernt ja schon aus jedem Gutachten, was wir gesehen haben. Bremsschläuche sind porös. Links, rechts. Rückspiegel ist klar. Abblendlicht, Begrenzungsleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger, Nebellicht, elektrische Leitung, Warnlose. Und die Reifen sind beschädigt. Mit unmittelbarer Verkehrsgefährdung. Also Reifen, erste Achse, rechts beschädigt. Also der Reifen hat auch eine Beschädigung. Und dann geht es auf Seite 2 dann weiter. Profiltiefe zu gering, ist klar. Oh, dann haben wir die Lager, Koppelstange, Lager ist ausgeschlagen. Also da geht es dann in die Lenkung und Fahrwerk. Führungsgelenk, zweite Achse ausgeschlagen. Airbag-System signalisiert Fehlfunktion. Schalldämpfer mit Gefahr des Abfallens. Also schon kommt schon einiges zusammen. Ne? Können wir einfach wieder reinlegen dann. Super. Ja gut, wir entsiegeln dann. Wenn man die Mängel sieht, die Reparaturinstandsetzung würde, glaube ich, den wirtschaftlichen Wert total überschreiten. Aber der hat schon seine guten Zeiten hinter sich. So, das war's. Gut. Für Mertens ist die gepimpte Familienkutsche schrottreif. Der Besitzer sieht das anders. Nach der Freigabe des Wagens ist er mit einem Abschleppwagen zur Stelle. Der Mann ohne Führerschein will die zahlreichen Mängel in einer Werkstatt beseitigen lassen. Danach müsste er ihn aber wieder beim TÜV vorstellen. Und, wie geht's? Nicht gut. Den Schreck verdaut. Was ist das hier? Hat Ärger gegeben. Los. Glauben Sie, den kriegen Sie noch durch den TÜV? Kostet jetzt Geld alles. 1.000, 1.500. Jetzt der Motor und so. Traggelenke, Reifen, Ölverlust. Das war's. So die wichtigen Sachen jetzt, sag ich mal. Und die Sache mit dem Führerschein, hat sich da noch was getan? Einmal erwischt, fertig. Erwischt ist erwischt. Kann man nicht dran vorbei. Sind Sie auf den Wagen angewiesen? Müssen Sie häufiger mal eine Spritztour machen? Nö, aber die Frau ist angewiesen. Die hat den Führerschein. Und die ist auf das Auto angewiesen. Die braucht das Auto. Und was machen Sie? Lassen Sie sich dann von Ihrer Frau chauffieren? Oder? Ja. Muss ich ja. An dem Tag bin ich gefahren. Das war nicht gut. Okay. So, schönen Tag euch. Ciao. Er gibt sich geläutert und nimmt auf der richtigen Seite Platz. Diesmal. Auch der nächste Wagen würde Probleme beim TÜV bekommen. Transporteur Piotr Lukas soll diesen VW aufladen. Die Versicherung hat die Überreste des Bullis an seinen Auftraggeber verkauft. Piotr soll damit zur polnischen Grenze fahren. Er will den ausgebrannten Bus holen und will den auf den Hänger draufziehen. Und der Bus liegt auf dem Boden. Weiß ich nicht, wie er das schaffen will. Keine Ahnung. Der hat keine Räder mehr drauf, der liegt am Boden. Und dann hinten über den Hänger sowas hochziehen mit der kleinen Winde oben drauf. Kommen mit Fahrzeugen an, die gar nicht dafür geeignet sind, so Fahrzeuge abzuholen. Treten die hier auf, keine Ahnung, was das soll. Well, it's not a problem. I have everything. You can wait, so I show you when I pick up to my car. Wir haben ihm vorgeschlagen, den Wagen zu verladen, natürlich gegen Geld, aber das Geld will er halt nicht ausgeben. Ohne Bezahlung keine Hilfe. An dieses Parke-Gesetz müssen sich alle halten. Erwin, hör mal, wir packen nicht mit an, wir weisen auch nicht ein. Die müssen das alleine machen. Ja, okay. Der soll selber gucken, wie er das Ding da hochkriegt und gut ist. Dann passen wir mal auf, Erwin, dass er nirgendwo aneckt. Ja, ich hab das im Auge. Als erstes kommt Piotr mit dem Wagenheber. Damit will er den Bulli aufbocken. Das könnte zwar klappen, doch das Problem liegt woanders. Wenn er den jetzt zieht, fällt alles auseinander, weil die Stoßdämpfer hier oben im Gummi gelagert sind. Und das ist all weggebrannt.
Der Motor ist ja gelagert mit Gummi. Der hängt ja alle am Boden. Das wird er nicht schaffen. Der baut da sich Stützen und Rollen drunter. Aber ich glaube nicht daran. Und dann die richtigen Arbeitsschuhe dabei. Einzige Möglichkeit nur mit dem Stapler oder mit dem Kran. Aber das will er nicht, ne? Ja, sie bezahlen, das wollen die ja nicht. 10 Points for Getriebe. 300 Euros, maybe 4. For a Tyler, you understand? Getriebe, Motor, you understand? He used the pieces. Yeah, for a pieces, yeah. But it's totally burnt. It's not a problem, because motor is good and the Getriebe is good. Eine Version, die Stefan Palke für Täuschung hält. Der Firmenchef vermutet hinter dem Ankauf ein krummes Geschäft. Er glaubt nicht daran, dass es in dem Bulli verwertbare Teile gibt. Der hat den gekauft für, ich glaube, für ein paar hundert Euro. Hat die Fahrgestellnummer rausgeholt, in einen anderen Bus eingeschlagen oder umgeschweißt. Und dann gibt es einen Bus wieder mehr. Aber was wollen die mit so einer alten Fahrgestellnummer? Da bräuchten sie ja auch einen adäquaten Bus, der da noch. Ja, den klauen sie sich dazu. Der wird ja von der Straße geholt. Die stehen da überall rum. Farbe kann man sich aussuchen. Und die Versicherung unterstützt dieses Verbrechertum mit. Statt zu sagen, das Auto wird komplett verwertet, wird in die Presse reingetan, Fahrgestellnummer für immer weg. Nein, dann verkaufen sie sowas noch. Ist immer wieder dasselbe. Ist schlimm. Und das ist bekannt? Das ist bekannt und das zahlen wir alle. Versicherungsnehmer zahlen so eine Scheiße. Das gibt nichts. Er pumpt den Waren hoch, aber die Felge fällt. Jetzt sehen Sie, wie die Felge immer weiter runter geht. Sehen Sie das? Kann nicht kommen, kann nicht funktionieren. You will see. Auf dem Hof nebenan ein Berg von Holz. 3 Tonnen müssen verladen werden. Franco Maugheri hatte den Anhänger überladen und wurde von der Polizei gestoppt. Jetzt telefoniert er mit dem Mann, von dem er ihn geliehen hat. Die wissen nicht, wer ich bin. Ich bin ein. Na, ist egal. Ich habe sogar an der 10 Euro Trinkgeld gegeben. Auch wenn er nicht so nett war zu mir gestern. Gestern hat mir gesagt, sie soll sich springen in eine Brücke. Das war nicht nett. Ein Chef sagt sowas nicht. Nee, die Polizei war nett, aber ich denke, sie hat überschätzt das ganze Gewicht, 3000 Kilo. Das ist unmöglich. Ein Kubik ist eine Tonne, ja, aber. Eine Tonne, genau. Aber Wasser ist schwer als Holz. Das ist auch trocken, also. Das ist auch trocken? Ja, das ist auch trocken, eben. Vielleicht hat er überschätzt, weil die Reife war weniger Luft. Das kann auch sein. Genau, ja. Aber weißt du, ich will mich nicht zanken mit der Polizei oder sowas. Aber ich glaube auf keinen Fall, das ist 3000 Kilo, die ganze Gewicht. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, aber ist egal. Erwin Odenthal bleibt skeptisch. Transporteur Piotr setzt jetzt Rollen ein. Sie müssen unter die Felgen des Autowracks. Der Bulli soll damit auf den Anhänger gleiten, wie auf Schienen. Jetzt braucht die Rolle nur vorn zu blockieren, dann geht der Reifen so, weil keine Befestigung mehr da ist. Ne? Und das wird auch so passieren. Na, der bindet das jetzt komplett zusammen fest. Und dann zieht er das mit der Winde hoch. I take the wheel to up because I must put some wood. At this moment, car will be higher. Ich glaube, er macht das nicht zum ersten Mal, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Badelatschen. Wenn mal der Wagenheber fliegen geht und den voll vom Fuß fliegt, der Mann, der ist kaputt. Die Seilwinde soll den Bus auf den Hänger ziehen. Wenn das Seil abgeht,
Das schlägt uns allen Kopf ab. Weil er so ein Zug hinter. Das lebensgefährlich. Aber kriegt man Angst, wie er da arbeitet. Piotr drückt die Fernbedienung. Doch der Motor der Seilwinde ist zu schwach. Der Motor hängt unten auf dem Träger von dem Hänger auf. Der unten Mittelblock, der hängt jetzt unten auf. Ja? Unten am Boden. Das wird jetzt richtig schwer. Und irgendwann schafft die Winde das auch nicht mehr. Und kann passieren, dass der Träger abreißt und fliegt der Seil da irgendwo durch die Gegend. I have a problem with this because I don't know how cold. Das Heck hängt fest. Die Felgen müssen aber auf die Schienen der Rampe. Jetzt versucht er damit hochzupumpen. Das gibt nichts. Und der tut mir auch richtig leid, ne? Ich darf nicht mit anfassen. Erstmal bin ich dafür nicht versichert, wenn mir da was passiert jetzt. Und zweitens hat der Chef mir das verboten. Lass mal tiefer, das ist zu gefährlich. Ein bisschen tiefer lassen. Nee, da war zu viel. Stefan Parke ist wieder unterwegs. Diesmal muss er einen Fischtransporter aufladen. Hier links müssen die irgendwo stehen. Der Kühlwagen wurde von der Polizei auf der Autobahn gestoppt. Die Ware ist bereits ausgeliefert, der Fischzüchter aber noch vor Ort. Angehalten hat ihn Oberkommissar Markus Mertens. Gut. Hi. Grüß dich. So, der muss zum TÜV. Ja. Der fährt damit bitte keinen Meter mehr, weil ja, der ist halt völlig durchgerostet unten runter. Ja. Die ganze Sache ist. Ja, einmal Schrott. Den haben wir gerade auf der Autobahn angetroffen. Ja, der Allgemeinzustand lässt schon zu wünschen übrig. Stark verrostet, die Schweller sind durchgerostet. Wir haben jetzt auch mal drunter geguckt. Ja, um es mal abzukürzen, der Wagen hat es hinter sich. Ne? Der hat zwar noch TÜV bis dieses Jahr im November, aber ich denke mal, jetzt zieht man vorher aus dem Verkehr. Durch die starken Unterbodenverrostungen wollen wir auch nicht, dass er noch am Straßenverkehr teilnimmt. Das ist das Opfer? Das ist mein Fahrzeug, ja. Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache von der Polizei, ja. Ich hätte halt ein bisschen vorher darauf achten sollen, womit ich da fahre. Ich habe mich eigentlich nur darauf verlassen, TÜV gekriegt und losgefahren. Für mich war halt ein Fahrzeug, es fährt und es ist okay. Was hundertprozentig damit stimmt, werden wir jetzt sehen nach dem Gutachten. Fährt ja noch. Aber er verliert hier Betriebsstoffe über. Oder das ist Kühlwasser, das kann auch sein von der Klimaanlage. Hier sind so Spuren und da vorne, wo er stand, auch. Aber wenn man sowas hier sieht, ja. Oder hier, da ist der ganze Schweller schon eingedrückt. Hier ist auch alles durch. Und ich sage immer, was machst du, wenn deine Familie davor ist und einer kommt mit so einem Auto an und fährt die alle kaputt, fährt die tot, haben wir oft genug Tote. Wegen so einer Scheiße. Und dann sage ich, was hältst du davon, wenn deine Familie totgefahren wird, wegen so einem, wie du mit dem Auto rumfährst? Und dann verstehen sie es manchmal, aber auch nicht immer. So, da haben wir es. Gut. Gut, dann noch frohes Schaffen, ne? Bis dahin, tschüss. Mal gucken, ob die noch mal schweißen oder ob die irgendwas dran machen. Reparabel ist alles. Nur, ob es sich lohnt, ne? Und dass der eine grüne Plakette hat, halte ich auch für geschmeichelt. Der dürfte höchstens eine rote haben. Vom Alter her glaube ich nicht, dass der eine grüne haben kann. Von daher kann das auch eventuell eine Urkundenfälschung sein. Da ist ein Dokument vorne, die Vignette drin, die grüne. Und wenn er keine grüne hat, muss man gucken, wer die grüne ausgestellt hat. Hotelier Franco und sein Helfer sind immer noch mit ihrer Ladung Holz beschäftigt. Und plötzlich fließt nicht nur Schweiß, sondern auch noch Tränen. Die Leute kennen mich nicht.
Die wissen nicht, wer ich bin und was ich mag. Aber das ist egal, ich will keinen Streit. Ich komme in 20 deutsche Minuten, ich bin da. Ciao, ciao. Ah, mir kennen mich die Leute in ganzer Welt. In Amerika, in England, in Frankreich, überall. Ich habe ein Hotel in Kalk. Ich bin hier gekommen, wann ich war 19 Jahre alt. Und ich habe eine Mischmaschine von Italien gebracht hier mit LKW und einen Kran. Und das Hotel habe ich mir selber gebaut, Stein zu Stein. Aber ich habe 2 Herzinfarkte bekommen in der Vergangenheit. Aber ich wollte nur 5 Jahre weiterarbeiten. Aber meine liebe Familie hat mir gesagt, nicht mehr arbeiten. Aber ich habe immer gearbeitet. Wenn ich war 6 Jahre alt, habe ich immer gearbeitet. Mit meinem Papa damals im Garten. Aber jetzt nicht. Fällt Ihnen schwer, dass Sie jetzt nicht mehr so anpacken können? Ja, klar. Ich kann kein Holz anpacken, weil es schwer für mich ist. Und, aber egal, das Leben geht weiter. Ich bin immer aktiv. Er weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Das ist alles teuer, alles mit Aufwand verbunden, mit Ärger verbunden. Jetzt die Polizei noch eine Anhörung, da den TÜV, den Anhänger wieder beim TÜV vorführen. Der muss ja geschweißt werden, wenn es überhaupt zu schweißen geht. Und das ist ein riesen Rattenschwanz jetzt dran, der auf ihn zukommt. Fehler kann jeder machen. Er sieht das schon ein, aber er möchte das natürlich nicht zugeben. Ich schwiege und gucke mal. Für mich selber, für das zu wissen, wie viele Kilo habe ich wirklich? 3000 Kilo. Ich glaube nicht für 3000 Kilo. Das ist unmöglich, diese Holz. Nein. Machen Sie 2 Fuhren? Ja. Sonst haben wir ein Problem. Und wir wollen mal keine Probleme haben. So ist das. Tschüss. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch, ja? Na gut. Neuigkeiten gibt es auch an der Seilwinde. Es tut sich was. Ja, wegen dem Warenheber. Geht das jetzt besser, weil der Wagenheber unten ist? So hat er mehr Bodenfreiheit. Jetzt kann er das schaffen. Der hat das Seil jetzt auf die andere Seite eingezogen, dass der Wagen mehr nach hier kommt. Er bekommt den drauf. Ist nur viel Arbeit, aber er schafft es. Der Bulli ist aufgeladen. Piotr hat die Feuerprobe bestanden. Auch für den erfahrenen Transporteur ein Kraftakt. It's not good. About 1 hour, 15 minutes. It's not good time because it's not good car. I need 20 minutes. It's normal. Hat's geschafft. Aber was für ein... Hör mal! Da machst du noch sauber, ne? Hey, da noch Finish alles, ne? Boden. Sauber. Alles da rein. Die lassen ihren Dreck dann da liegen. Ist ja nur Müll, was da rumliegt. Und wir können den Hof nachher sauber machen. Ja, okay, der hat Rollen drunter gebaut. Ne? Hätte er keine Rollen gehabt, hätte er es auch nicht geschafft. Und er hat sich so noch abgerackert. So, und jetzt ab nach Polen oder wohin geht der Wagen? Oder versenkt im nächsten Baggerloch. Kann auch passieren. Man weiß es nicht. Nachdem die Fahrgestellnummer raus ist. Ja, klar, logisch. Mehr kannst du ja nicht gebrauchen. Abgebrannt bis auf die Grundmauern. Ah, jetzt kommt Netz. Die Ladung muss so gesichert sein, dass bei einer Vollbremsung nichts runterfallen kann. Aber es ist zu wenig. Das geht ja all fliehen, da durch den Fahrwind.
Aber man kann ja von unten kein Netz drunter machen. Er verliert ja auch von unten Teile. Irgendwann fällt das hier raus. Piotr gibt an, nur der Fahrer zu sein. Er scheint nicht zu wissen, was genau mit dem Bus passiert. Dass die Fahrgestellnummer für eine Straftat genutzt werden könnte, ist reine Spekulation. Alles Gute. Komm gut nach Hause. Der Bulli soll zunächst nach Frankfurt-Oder. Das sind über 600 Kilometer Fahrt. Ja, wieder geht's auf die Autobahn, ne? Geht jetzt auf die Autobahn. Und dann kannst du mal sehen, was da hinten für ein Rauch rausfliegt. Hinten geht ja alles raus, weil ja nichts dicht ist, ne? Der kommt nicht weit, wird er von der Polizei angehalten. Jede Wette. Dass er sich das traut, ne? Tja, das wäre mir zu link. Für ausrangierte Autos finden sich fast nie Käufer. Auch dieser blaue Seicento, obwohl noch ganz gut in Schuss, soll daher entsorgt werden. Doch so einfach lässt sich der Kleinwagen nicht klein machen. Bevor der Fiat 600 in der Schrottpresse landet, muss er zerlegt werden. Das sogenannte Schlachten eines Pkw macht Harry Palke immer wieder zur Chefsache. Der ist so leicht, den kriegt man alleine geschoben. Der wiegt nichts. Lohnt sich denn das Ausschlachten von so einem Auto noch? Nee, das lohnt tut sich das nicht, aber es muss gemacht werden. Den kann ich so nicht wegschmeißen, das geht nicht. Warum nicht? Weil da die ganzen Gefahrenstoffe noch drin sind. Da ist die Batterie drin, da ist das Motoröl drin, Frostschutz ist drin. Das muss alles raus. Der ist aus dem Verkehr gezogen. Der darf nie mehr zugelassen werden im Verkehr. Der ist außer Betrieb genommen. Das ist ein wild abgeparktes Auto, das jemand nicht mehr brauchte, warum auch immer. Und wir entsorgen das für die Stadt Köln. Und der Brief ist genullt, die Fahrgestellnummer ist gelöscht. Insofern gibt es dieses Auto nicht mehr. Das kriegt man nie mehr zugelassen. Das Dumme ist da dran, das ist noch ein schönes, gepflegtes Auto. Und hier in Deutschland müssen so ein schönes Auto wegschmeißen. In anderen Ländern fahren die noch rum. Die fahren bestimmt noch 10, 15 Jahre rum. In Afrika, die würden sich über so ein tolles Auto freuen. Von der großen Nachfrage aus Afrika profitieren diese Stammkunden. Sie brauchen günstige Ersatzteile für den dortigen Markt. Morgen, meine Bruder. Heute suchen die Händler einen 16 Jahre alten Zylinderkopf für einen Opel mit 2-Liter-Motor. Und der Wagen ist für Sie persönlich? Sag ich es von meinem Onkel. Die ist dabei. Und ich bin Profi, darum bin ich immer zusammen. Sind Sie Kfz-Mechaniker? Genau. Ja. Und hier ist eine gute Anlaufstelle, um Teile zu finden? Sehr. Wir sind sehr zufrieden, kommen wir fast täglich hier. Musst du mal gucken, den habe ich nur noch da. Der Restposten, ein kompletter Motor zum Ausschlachten. Nein, der nicht, der nicht, der nicht. Stimmt nicht? Nein, der passt nicht. Warum nicht? Die Einstellung vom Auspuff ist intern, von meiner ist vorne. Und der Bedürfnis passt nicht. Der muss, der sollte hier sein. Den anderen habe ich momentan nicht. Und von Omega hast du auch sowas? 2,2 Opel Omega? Muss ich die Tage noch mal gucken. Musst du morgen und übermorgen noch mal reinkommen. Muss ich gucken. Muss ich erst mal hinten gucken, was wir noch da haben. Musst du morgen vielleicht noch mal reinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, weil der Kunde macht mich schon. Cool. Wir sehen uns morgen. Genau, sehen wir uns morgen. Wunderbar, ja. Alles klar. Okay, danke. Ciao. Danke. Ciao. Bis morgen. Nee, wer da ist, ist der der Nelson ist da. Nelson! Schwarzer Mann! Nee, nicht ihr, der Nelson. Wo ist der? Nelson kommt aus Nigeria und ist ebenfalls häufig hier. Sein letzter Kauf, ein Großraumvan. Doch der Siebensitzer macht Probleme. Nelson, den Galaxy, ne? Den kannst du nicht laufen lassen, der verliert Öl. Du musst gucken, wo der Öl verliert. Oh. Du kannst den zwar so kurz anmachen, aber der schmeißt irgendwo Öl raus. Okay. Nelson möchte unerkannt bleiben. In seiner Heimat ist er Geschichtslehrer. Mit großen Plänen. Nein, die haben jetzt eine Bürgermeisterwahl in Nigeria. Und er kandidiert da als Bürgermeister. Deshalb will er nicht gefilmt werden.
Weil er hat Angst, dass er dann halt wird, was zum Schrottplatz. Was willst du jetzt Bürgermeister werden und hängst am Schrottplatz rum? Und was macht er für ein Business? Der kauft Autos an und verkauft, der verschifft die und sowas macht er. In Afrika, die wollen lieber alte Autos mit ganz normaler, einfacher Technik haben. Und nicht so ein Hightech-Geschoss. Mit Katalysator, mit ABS, Airbags, sowas wollen die alles nicht. Die kann man nicht reparieren, die machen nur Ärger. Und bei uns kriegt man so ein Auto gar nicht mehr verkauft ohne Airbag oder ohne ABS. So, hier sind noch schöne Boxen drin, die könnte man wirklich noch verwerten. Da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir die ins Internet setzen. Scheinwerfer kann man noch mal ausbauen, vielleicht laufen die irgendwann noch mal in 100 Jahren, dass einer so ein Ding braucht. Hier haben wir noch ein kleines Kabel, haben wir noch ein bisschen Kupferschrott. Die Türen baue ich mal aus, vielleicht möchte ich noch eine haben, weil es ist so eine seltene Farbe hier. Das Blaue, die könnte man eventuell noch einlagern. Warum willst du nicht raus? Ah, der sträubt sich sogar noch, das dumme Ding. Gibt's doch gar nicht. Elektrische Fensterheber sind scheiße. Wieso? Ja, sonst könnte ich hier in die Türe reingreifen, könnte die Tür einfach hochheben. Und so muss ich mich jetzt abmühen und so langsam ausbauen. Das hat eigentlich schon viel zu lange gedauert. Pro Tür vielleicht 2-3 Minuten, mehr ist nicht erlaubt. Ich gebe meinen Jungs hier Zeiten vor, wo sie ein Auto geschlachtet haben müssen. Da muss ich als Chef mindestens die gleichen Zeiten erfüllen können. So ein Auto muss in einer Stunde weg sein. Die Reifen, die kann man auch wieder verwenden, die sehen auch noch ganz gut aus. Also wirklich Reifen, die sind sehr gut. 1,5 Jahre alt. Hammer. Wenn einer so eine Haube dann in genau in dieser Farbe braucht, dann habe ich vielleicht mal Glück gehabt. Sieht ja fast so aus, als wären die Einzelteile dann mehr wert als das ganze Auto zusammen, ne? Ja. Wenn man es verkauft bekommt, ja, aber man muss es verkauft bekommen. Der ganze Gebrauchtwagenmarkt mit Ersatzteilverkauf ist tot. Es kauft keiner mehr Ersatzteile. Die kaufen sich lieber ganze Autos direkt. Eine Wegwerfgesellschaft. Auf Deutsch gesagt, Aschenbecher ist voll, ich kaufe mir ein neues Auto. Hört sich wirklich krank an, aber ist leider so. Das ist jetzt Kühlerwasser. So, das letzte Öl aus diesem Motor. Das ist auch ein ganz komisches Geschäft mit dem Öl. Und zwar der Ölpreis von diesem Motoröl hängt von dem Rohölpreis ab. Ist der Rohölpreis hoch, dann kriegt man Geld für den Liter Öl, ungefähr ein Viertel Cent. Ist der Preis niedrig wie jetzt, bezahle ich 3-4 Cent pro den Liter. So ist das Geschäft. Die Amis, die machen aus Dreck Öl und wir schmeißen hier schönes Öl weg. So ist das. Also habe ich jetzt gebraucht, circa Pi mal Daumen. Ich bin ein bisschen langsam gewesen. Ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Geht eigentlich noch. Hätte schlimmer kommen können. Gut. Ja gut, dann kann der jetzt eigentlich weg. Auf dem Hof rollt bereits Nachschub an. Der Kühlwagen war am Tag zuvor wegen Rostschäden gestoppt worden. Den Bus war zum TÜV für technische Mängel. Ich habe noch nicht auf dem TÜV-Bericht geguckt, was los ist. Das übernimmt Markus Mertens gerne. Die Oberbergische Kreisverwaltung bittet um Amtshilfe. Der Kommissar soll den Lebensmittelwagen umgehend entsiegeln. Warum es so eilig ist, steht im Prüfbericht. So, da hinten steht er schon. Ja. Das liegt immer glücklicherweise im Auto, das Gutachten. Wir müssen gerade noch mal gucken hier. Bremsleitung, Korrosionsgeschwächt mit Ausfallgefahr sogar. Ne? Also war die Entscheidung gestern gar nicht mehr groß, mit dem über die Straße zu fahren, den zu begleiten zum TÜV, sondern direkt aufzuladen, war die Entscheidung doch erfahrungsgemäß richtig, ne? Wenn man das hier so liest. Also das Fahrzeug ist eingestuft als verkehrsunsicher. Das Siegel muss jetzt runter, das Auto wird gehört nicht stillgelegt. So, das war's. Guck mal, auf dem Schrott. Der hat eine grüne Plakette, der hat TÜV.
Und wie kommt sowas in den Verkehr? Ich meine, wenn jemand drauf geguckt hat beim TÜV, also die müssen ja dann beide Augen zugemacht haben, ne? Da will ich gar nicht mutmaßen. Ne? Wir haben das Thema Gefälligkeitsgutachten, das ist ein Riesenthema, ne? Wo man Werkstatt-TÜV ist ein Riesenthema. Ne? Man hat den TÜV-Prüfer seines Vertrauens, ich will es mal so vorsichtig sagen. Ne? Alles ist möglich heutzutage. Ne? Das kann man auch schwer nachvollziehen. Ne? Und die Schäden, die da dran waren, das ist nicht mal eben so in 2 Jahren entstanden. Ne? Also diese Durchrostung und so, da muss schon einer zweimal weggeguckt haben. Ne? Wenn wir also diesen Anfangsverdacht haben, dann schreiben wir Strafanzeigen, ja, in der Tat. Ne? Das wird dann weiter verfolgt, ne? Von den entsprechenden Behörden. Ja, aber es gibt so viel zu tun in der Stadt hier, auch in dem Bereich, das ist schon Wahnsinn. Ne? Kommt man gar nicht hinterher, das ist einfach so. Ne? Ja, Katz-und-Maus-Spiel ist geblieben. Ne? Ja. Ach, da ist er ja. Es erscheint der Fahrer des Schrottwagens. Er muss die Standgebühren bezahlen und ist bereits mit seinem neuen Kühlwagen vor Ort. Begeisterung auf beiden Seiten. So schnell geht das, also ja. Ist ja schon, da ist vorbildlich, echt vorbildlich. Die Fische, wenn ich die sehe, total lecker, ne? Ist der jetzt gekauft? Der ist gekauft, ja. Gekauft. Ja. Ja, da kommt jetzt eine schöne Beschriftung drauf. Beschriftung von unserer Fischzucht. Ja, und dann, schön. Glücklicherweise bin ich unter 20.000 doch gewesen, aber... Also das musste dann sein, weil dann haben wir jetzt aber ein Fahrzeug so für hoffentlich so 5 Jahre. Und der hält länger. Wenn man den pflegt, hält er länger. Er fährt ja keine riesen Lasten damit. Genau. Da ist ja Lebensmittel drin. Ne? Und das ist schon eine coole Sache. Da freue ich mich, echt. Ja, dass das so geklappt hat. Aber manchmal sind es im Leben die Situation, weißt du, wo man erstmal so zack, so einen hinter die Löffel braucht. Ja. Ne? So, jetzt kommt ein Abschlepper oder was? Genau. Ich hatte dann mal so glücklicherweise in meinem Büro noch so ein Kärtchen irgendwann, Interesse am Auto. Was hier mal so dran hält. Genau. Ja, genau. Da hatte ich dann mal angerufen. Die kommen gleich hier vorbei und dann werden wir das halt, Sollen wir so lange mal warten? Sollen wir uns dann angucken, ob der... Wie sie mögen. Ja? Also, es ist halt so, das Fahrzeug ist ganz wichtig, dass wir das abgebildet haben. Ja, okay. Das ist nicht mehr auf unserem... Der ist ja stillgelegt. Den haben wir ja entsiegelt, genau, hier. Genau. Das ist ja alles zur Straßenverkehrsbehörde geschickt. Ne? Ich habe ihm gesagt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Ja. Er hat mehrere Mal gesagt, mit roten Kennzeichen. Ich habe gesagt, nichts mit roten Kennzeichen. Dann warten wir mal hier, glaube ich. Und gut, dann müssen wir das gleich mal sehen. Weil der Eigentümer ist ja noch mit verantwortlich dafür. Genau. Was haben die denn gesagt, was sie vorhaben mit dem Auto? Ich weiß nicht, ob das vielleicht auseinandergebaut wird. Vielleicht gibt es da noch Teile, die man gebrauchen kann. Ich sag mal, im Ostblock wird er weiterlaufen, der Wagen. Ich glaube, da ist dem Rost egal. Ja? Beim Thema Rost und Ostblock geht Harry das Herz auf. In einem abgelegenen Winkel hält er eine noble Karosse verborgen. Dem Relikt aus dem Kalten Krieg hat die Witterung zugesetzt. Ach, da hinten steht er. Den sieht man aber nicht gerade gut. Links hängt er. Der ist zugewuchert. Hinter dem Gebüsch ein echter Schatz. Museumsreif. Da oben haben wir einen schönen alten Volvo. Ein 264er von dem Honecker. Erich Honecker, der besagte Chef aus Ostdeutschland. Und nicht nur, dass der von denen ist, das ist eine verlängerte Version. Das heißt, sie haben den abgeschnitten, ein Stück eingesetzt und wieder zusammengeschweißt. Und irgendjemand hat den dann nach Westdeutschland geholt. Dann wollte er nicht mehr haben. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den. Dann bezahlst du nichts für den Transport, dann übernehme ich das Fahrzeug. Und so sind wir zu diesem Fahrzeug gekommen. Ja, in dem Teil saß der definitiv drin. Das ist in der History belegt und da gibt es noch einen Originalbrief für. Und das ganz Besondere daran ist, wie man sieht, der sieht nicht mehr gut aus und ist super, super, super lang. Und zwar, das ist ein gestretchter. Die haben in dem Bereich hier, direkt hinter der Säule und hier, haben die den abgeschnitten, aufgeschnitten und haben den dann ungefähr um 1 Meter verlängert. Das war der Prototyp, der erste, den sie gemacht haben. Und anscheinend haben sie nicht ordentlich gearbeitet, weil das Auto hat die Windpocken. Wenn ihr euch das mal anguckt hier oben, da blättert alles ab, da ist überall der Rost am Angreifen. Überall hier hält der Lack nicht, ist der Spachtel hochgekommen. Der sieht nicht mehr so ganz nett aus. Aber wie gesagt, das ist Nummer 1. Irgendeiner meiner Brüder hat blöderweise Kanalrohre drin gelagert. So. Von innen drin sieht er auch total toll aus. Der ist nicht am Schimmeln, gar nichts, null. Der hat sich wirklich gut gehalten. Klimaanlage hat er, ein schönes Radio mit Kassettendeck. Und als Highlight kann man auch sagen, das ist ein Automatik. Wow. Innen drin, hinten sogar mit Holz gearbeitet. Schön gemacht. Also von innen haben sie sich viel Mühe gegeben, von außen leider nicht. Kilometerstand
Der hat erst 109.000 Kilometer gelaufen. Das heißt, für so einen Schwedenstahl ist er gerade erst mal eingefahren. Also da ganz hinten auf der zweiten Bank, da saß der kleine Mann Honecker und hat ein ganzes Land regiert. Dennis Hahn wartet auf die Interessenten für seinen alten Transporter. Schließlich fahren die Ankäufer vor. Da der Kühlwagen des Fischhändlers wegen Mängeln stillgelegt ist, darf er nicht mehr auf der Straße fahren. Zur Kontrolle bleibt Kommissar Mertens daher in Reichweite. Der Wagen interessiert Sie? Ich mich nicht. Ein Kollege ist das von uns in Oberhausen. Wir wohnen hier, deswegen wir gucken das Auto an jetzt und dann, wenn das passt, dann nehmen wir das natürlich. Was soll mit dem Fahrzeug passieren? Das weiß ich nicht, was der damit macht. So. Da sind wohl, so wie ich verstanden habe, zwei Betreiber und wir müssen auf den Bruder warten. Der Kühlwagen steht unter Verschluss. Wilfried Palke soll den Zutritt gewähren. Doch zunächst braucht der Firmenchef Platz. Der muss einmal rausfahren, ich muss jetzt den Sattel hier reinstellen. Ich muss draußen irgendwo parken. Ich kann jetzt hier nicht alle Leute. Und was ist mit deinem Auto? Wir warten auf Sie, weil wir ganz kurz an den Landskühlfahrzeugen wollen. Ja, aber dafür muss dein Auto ja nicht da stehen. Das ist mein Gedanke. Stell mal den davor, ja, vor den kaputten und dann geht er auf den Platz, dann geht er mit dir rein. Okay. Und ihr parkt bitte am besten draußen. Die Gäste folgen den Anweisungen des Hausherrn. Fischhändler Hahn parkt seinen neuen Kühlwagen am Rand. Die Ankäufer setzen ihren SUV zurück und halten hinter der Schranke. Ein Fehler, wie sich gleich zeigen wird. Ich guck mir das jetzt an. Doch der Ankäufer freut sich zu früh. Ja. Kannst du da wegstellen, bitte? Der Interessent übergibt dem Azubi die Autoschlüssel. Der junge Mann soll den Wagen umparken. Doch das bekommt Wilfried Palke nicht mit. Stell den bitte erst weg, der steht mitten auf dem Räumchen. Achso, nee, ich kann das nicht ab, wenn hier jeder hinstellt. Das ist vernünftig. Pass mal auf, du kriegst Hausverbot und dann ist die Nummer erledigt, ja? Ist dir scheißegal. Ja, dann halten wir. Verlässt du bitte das Gelände? Du hast Hausverbot. Hallo, hallo, raus, raus. Raus! Hinter die Schranke, aber ganz schnell! Du hast Hausverbot. Wenn du hier nochmal drauf kommst, kriegst du Anzeigen wegen Hausverbot, dann gehst du in den Knast. Ich brauche nicht hier jetzt raus. Ja, raus! Schicken Sie dann den Sohn nochmal hier rein? Ich will nicht da auf euer Platz. Ich hoffe, dass der nette Betreiber jetzt mir das Geschäft nicht versaut hat. Konnten Sie gerade miterleben, wie schnell auch sowas platzen kann? Oder? Wir schauen mal. Also ich habe die Hoffnung, dass die waren ja zu zweit gekommen. Der eine hat Hausverbot bekommen oder Geländeverbot und der Sohnemann ja in dieser Form nicht. Ich hoffe, dass der Sohn gleich wiederkommt. Sonst muss ich mal da vorne eben hingehen. Der junge Mann ist nicht der Sohn des Ankäufers. Er macht eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Während der Azubi aufs Gelände darf, muss der Chef draußen warten. Unterdessen säuft der Kühlwagen ab. Mit letzter Kraft springt der Wagen an. Der Azubi gibt sich wenig begeistert. Also, ich würde nicht ankaufen. Aber es ist ja, wenn wir was ankaufen würden, dann ja sowieso nur zum Weiterverkaufen. Sowas verkauft sich halt leider nicht gut. Der stand ja ein paar Tage jetzt. Ja. Ungefähr wissen wir nicht, wie lange, oder? Wie lange der stand? Eine Woche. Oh, geht hin. Das heißt, ich würde sagen, den Rest klären wir am besten draußen mit ihm. Ja, ja, natürlich. Also okay, mir war nur wichtig, dass ihr das ankommt, dass ja, es springt an. Die Bilder hat er jetzt, nur, er springt an. Genau, also den TÜV-Bericht zu benutzen. Ja. Kann ich ihm wiedergeben? Super, alles klar, danke. Den Rest klären wir vor. Ja. Eigentlich hatten sich die beiden Parteien bereits vor dem Termin telefonisch auf den Preis geeinigt. Die Käufer wollten den Kühlwagen angeblich ausschlachten. Jetzt aber soll er plötzlich doch fahrbereit sein. Ist aber angesprungen noch. Der Mann, in dessen Auftrag die beiden das Auto kaufen wollen, lässt sich nun Bilder des Wagens schicken. Dann spricht der Fischzüchter mit ihm. Dennis Hahn drängt auf den Abschluss. Wir machen das so, abgesprochen war 2.000. Ich bin runtergegangen, wenn es heute schnell geht, 1.800. Wir machen das so, damit wir das abschließen hier, ich mache ein letztes Angebot, aber das wirklich, das ist ein letztes Angebot. Also 1.700, das sind schon 300 Euro weniger, als ich dafür haben wollte.
Nein, 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 das ist zu wenig. Mach ein bisschen höher und dann sind wir uns einig. Mach ein bisschen höher. 1,6 ist verkauft, alles klar, okay. Ja, Jungs. Normalerweise war ein Mann ein Wort, aber ich komme den Autoverkäufer jetzt oder Autoeinkäufer ein bisschen entgegen mit dem Preis, dann schließen wir das jetzt ab und dann ist alles erledigt. Anscheinend ein guter Deal für beide Seiten. Nur die Sicherheit könnte auf der Strecke bleiben, falls der Kühlwagen inzwischen wieder im Einsatz ist. Allen gegenteiligen Versprechungen zum Trotz.